niemand zu Hause. Ah. Super, Issy. Das hast du echt toll gemacht. Ach ja, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Ten, come on. Tentomon, ein ziemlich intelligentes Digimon. Was ist Kolosseum? Was ist Fußball? Wo sind wir jetzt? Wer bist du? Hey, sieh mal, ich muss euch was zeigen. Hier steht ein Schild. Hä? Was meinst du damit? So ein Blödsinn. Was soll denn das heißen? Keine Ahnung. Was ist das denn für ein legendäres Metall? Ich sage doch, es ist legendär. Ich habe es nie gesehen, ich weiß es nicht. Die beiden haben sich zu Engeln verwandelt. Es heißt, Digitier kann man nur so dickköpfig sein. Nehmen wir mal an, ich wäre ein Engel. Dann müsste ich Issy beschützen. Ist doch logisch. Genau. Genau das ist es, Issy. Ich freue mich darüber, dass es mir vielleicht endlich gelingen wird, diesen Code hier zu entschlüsseln. Verstehst du? Nein. Ich verstehe die Menschen sowieso nicht. Warte, das haben wir gleich. Ja, genau. Die Pflanzen hier sehen subtropisch aus. Ja, subtropisch. Kennst du dich da aus? Nö. Mich interessiert gar nicht, wo ich bin oder wer ich bin. Es ist mir völlig Schnuppe. Ich fühle mich wie ein Bügeleisen. Soll ich uns ein elektrisches Bad machen? Hier fließt Starkstrom durch. Macht mir gar nichts aus. Ich kann ja fliegen. Ich kann nicht fliegen. Außer abwärts natürlich. Ja. Digimon bildet sich wohl ein, es hätte uns gefallen. Vorsicht! Was ist los? Ist der kaputt gegangen? Genau. Issy. Hallo, Issy! Ja? Hier gibt's nur Digimon, die Wette verliert er. Angemon und Angewomon müssen Liebespfeile auf euch abschießen. Ja, weine nur. Egal, was passiert ist. Issy, sieh dir bitte mal meinen Rücken an. Ist da alles in Ordnung? Ich bin doch kein Putzimon. Darf ich auch mal pusten? Wenn alle pusten, gibt es Sturm. Wenn du mich fragst, ich finde, die beiden machen einen ziemlich netten Eindruck. Das geht doch nicht. Ach, Issy, ich muss dich mal was fragen. Nein, das darfst du nicht. Tu das nicht. Was meinst du damit? Was ist das denn? Was machst du eigentlich? Könnte ich was zu essen bekommen oder ist es zu umständlich? Eine Schneeballschlacht ist... Vielleicht irgendwas zu futtern? Es riecht hier so gut. Deine Mutter kocht bestimmt etwas Leckeres für dich. Da könnte man richtig neidisch werden. Für mich hat noch nie jemand was gekocht. Sie ist eine sehr liebe Mutter, nicht? Fantastisch! Es wäre ein Verbrechen, so ein tolles Essen vergammeln zu lassen. Juhu! Das ist mein absoluter Lieblingsfraß. Weißt du, woraus man ein Iglu baut? Aus leckerem Futterzeug? Wow, gegen die sehe ich ja richtig schäbig aus, oder? Stimmt, da hast du recht. Was? Wow, du siehst echt cool aus, Magna Angemon. Richtig mega stark. Ach, wirklich? Oh nein! gut so festhalten. Du musst dich ganz festhalten. Digimon, denen beim Schlafen Blasen aus der Nase kommen, sind etwas unterbemittelt. Oh Mann, bin ich satt. Weißt du das auch mit absoluter Sicherheit? Ja, ich finde das alles gar nicht witzig.